Namen wie Eingang 13, 14, links oder Ausgang 1, 2 ist dir zu nichts sagen, dann mach bei Cakewalk folgendes. Bearbeiten Voreinstellungen, Geräte hier unter Audio. Entsprechenden Audioeingang oder Ausgang doppelklicken, neuen Namen vergeben, okay und fertig. Und für mehr Übersicht könnt ihr hier drin entsprechende Kanäle gleich deaktivieren, wenn ihr die nicht braucht. Dann tauchen die auch gleich gar nicht hier in diesem Menü auf. Ja, und so einfach ist es.